Ein Fußballspieler befindet sich 18 Meter vom Tor entfernt. Er schießt den Ball mit der Geschwindigkeit von 180 Kilometer pro Stunde ins Tor. Klein a, wie groß ist die Geschwindigkeit des Balles in Meter pro Sekunde ausgedrückt? Klein b, berechne in Sekunden die Zeit, die der Ball braucht, um ins Tor zu gelangen. Wir nehmen hier die Erde als Bezugskörper. Die Angaben sind diese. Die Distanz beträgt 18 Meter und die Geschwindigkeit beträgt 180 Kilometer pro Stunde. Was wir suchen, ist diese Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde ausgedrückt. 180 Kilometer pro Stunde, das bedeutet 180 Kilometer pro eine Stunde. 180 Kilometer, das sind 180.000 Meter und eine Stunde enthält 3.600 Sekunden. Jetzt brauchen wir nur noch diesen Bruch zu kürzen und so finden wir als Geschwindigkeit 50 Meter pro Sekunde. In klein b wird die Zeit t gesucht. Wir drücken sie in Sekunden aus. Und um diese Zeit herauszufinden, nutzen wir die Formel Geschwindigkeit gleich zurückgelegte Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Da vd auf t ist, muss td auf v sein. Diese Distanz d, das sind diese 18 Meter, und diese Geschwindigkeit v, das sind diese gefundene 50 Meter pro Sekunde. Also die Zeit t ist gleich zu 18 geteilt durch 50, das heißt 0,36. Die gefragte Zeit beträgt also 0,36 Sekunden.